Steigen wir jetzt zu Gott auf? Kommen wir aus dem Spiel raus? Oder was hat das zu bedeuten? Ach so, so geht's wieder auf. So, ich gehe aber mal ganz kurz aus dem Spiel raus, weil ich will den Speicherpunkt hier nicht verlieren. Weiß nicht, der speichert normal automatisch, aber ich weiß nicht, ob ich immer nur aus dem Spiel rausgehe, speichert der oder immer bei jedem Rätsel oder so. Naja. Ein Stern in der Dämmerung. Ja, da hinten so ein Polarstern. Kann sich leider nicht weiter umgucken, nur so einen bestimmten Radius. Mein Fahrstuhl löst sich auf. Ich fall raus. Hat der TÜV wahrscheinlich nicht drüber geguckt. Was ist das für eine Attraktion, Leute? Ach, da hängt noch einer. Ja, niemals gesehen. A bubble in a stream. In a stream. Eine Blase in einem Strom. Also bedeutet es nichts zu bedeuten. Eine Blase in einen Strom. Ein Stern in der Dämmerung ist genauso. Und wir sind ein kleiner Fleck auf diesem scheiß Planeten oder im Universum. Wollen die damit wahrscheinlich sagen. Wir fliegen! Okay, sehr schön. Komm, sag was. Ein Sandkorn auf einen Strand. Ein Blitz in einer Sommerwolke. Jetzt habe ich es verstanden. Die haben alle Drogen genommen. Hab's doch schon vermutet. Alle einfach nur stoned. Ein Blitz in einer Sommerwolke. Ja. Blitz im neuen Hirn. Ah, das sind die ganzen Lampen, die Laser, aber das sind noch ein paar aus. Lesen. Wie gesagt, 7 von 11 haben wir. Ja, Leute, ich bin nicht blind. Eine flackernde Lampe.
Bei euch flackert's doch nicht mehr ganz klar da oben. Einfach die Tür zugegangen. Ach, da waren wir noch gar nicht in der Wüste dort hinten. Aber wie gesagt, die Rätsel dort sind so, ja, bisschen blöd gemacht, finde ich. Da hat, glaube ich, auch noch was gefehlt. Da haben noch paar einige Sachen gefehlt. Habe ich gedacht, wir kommen wieder zurück hier. Oh. Ich will rückwärts einparken, verstehe. A phantom. A phantom. Phantom. A phantom. Ja, das Tor ist wieder zugegangen. Alle Rätsel werden wieder rückgängig gemacht. Unser ganzer Spielfortschritt wird wieder gelöscht. Ich könnte kotzen. So, gleich gehen wir noch zum Bonus. Aber und zwar auf kommen. Ah, ich weiß, wir sind wieder am Anfang. Und ein Traum, ja, ihr träumt alle. Einfach aus dem Spiel geschmissen. So. Dann schmeißen wir uns halt wieder rein in das Spiel. So. Eigentlich war das schon der Witness. Was die damit sagen wollten, also haben auch andere, glaube ich, im Internet mal gelesen. Nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel. Also wir haben so viel gemacht, die Rätsel gelöst und alles, und zum Schluss war das im Prinzip alles unnötig. Alle Rätsel wurden wieder rückgängig gemacht und wir starten wieder von vorne. Also im Prinzip haben wir nichts erreicht dadurch. Deswegen das Ziel ist das, der Weg an sich selber. Ach, jeder kennt ja den Spruch, ich glaube, von Konfuzius oder sowas. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Der Weg ist das Ziel. Das heißt, wir alle im Leben sterben ja sowieso. Wir alle haben das gleiche Ziel und verlieren im Prinzip, wenn wir sterben, sowieso alles, was wir uns im Leben aufgebaut haben. Das ist ja in dem Spiel genauso. Wir haben auf dem Rätsel gelöst, Wege geöffnet. Und zum Schluss verlieren wir doch sowieso alles, wenn wir sterben. Wir haben das im Prinzip durchgespielt. Soll so sozusagen den Tod ja, darstellen und wir fangen wieder von vorne an. Also alles, was wir uns aufgebaut haben, ist quasi dann verloren. Das heißt, das Ziel ist nicht das Ende zu erreichen, sondern wie wir quasi leben. Also der Weg, welchen Weg wir verfolgen. Was wir im ganzen Spiel ja die ganze Zeit gemacht haben, wir haben ja Wege aufgebaut. So, das ist so die Message vom Spiel. Jetzt aber, ich habe ja gesagt, es gibt ja immer die Umgebungsrätsel, von denen wir ein paar so im Spiel mitgenommen haben. Und es gibt wirklich eine Ausnahme und das ist dieses hier. Das ist die einzige Ausnahme, wo uns wirklich noch einen Bonus bringt. Und da sieht man das Logo schon wieder. Das hatten wir einmal ganz am Anfang vom Spiel.
Das Logo war so ein aufgeschnittener Apfel, da war ein Messer daneben und da war auch das Logo drauf. So, nochmal eine Tonaufnahme. Ever in my life have I sought thee with my songs. It was they who led me from door to door. Hallo? Untertitel? Ever in my life have I sought thee with my songs. It was they who led me from door to door. Okay. Ein Moment, ich muss nochmal aus dem Spiel rausgehen. Oder im Moment hat er hier irgendwie in der Einstellung, hat er die auch wieder zurückgesetzt. Untertitel, nein. Hä? Der hat sogar die Einstellung zurückgesetzt. Wie scheiße ist denn das bitte? Searching and touch. Nochmal. Ever in my life have I sought thee with my songs. It was they who led me from door to door. And with them I have felt about me, searching and touching my world. It was my songs that taught me all the lessons I ever learned. They showed me secret paths. They brought before my sight many a star on the horizon of my heart. They guided me all the day long to the mysteries of the country of pleasure and pain. And at last, to what palace gate have they brought me in the evening at the end of my journey? Soll ich dir das beantworten oder was? Blöde Kuh. Das finde ich auch ein bisschen seltsam. Die Mühle, die sah ja vollkommen anders aus. Ich weiß nicht, ob das wieder Konzeptzeichnungen sind. Im Internet haben sich die Leute auch gefragt, was das hier zu bedeuten hat. Haben wir im kompletten Spiel nicht gesehen. War das wirklich auch nur eine Konzeptzeichnung, eine Idee, die verworfen worden ist? Oder einfach vielleicht noch irgendein Geheimnis, das man lüften kann? Andererseits, es gibt so kranke Leute, die haben wirklich jedes Rätsel nur geholt, was nur möglich ist. Und im Endeffekt ist dann auch nichts passiert. Naja, das sind glaube ich auch wieder nur Konzeptzeichnungen. Ja, auch nochmal so Möglichkeiten und sowas. Ja. Weiß gar nicht, ob das Firmenlogo, ich weiß gar nicht, was für eine Firma das Spiel überhaupt gemacht hat. Ganz vergessen, ob das nicht sogar dieses Logo war. Weil ich glaube nicht. Ah, hier ist so ein Labyrinth. Wie gesagt, solche Gegenden gibt es gar nicht im Spiel. So, jetzt kommen noch Haufen Tonaufnahmen. Das sind aber... Es gab ja keine Credits, wie man gesehen hat. Die Credits haben die in Form von so Tonaufnahmen. Audio von Andrew Lecky, Hugh Jimmins, Jeff Garnett, Luca Fusi, Eric Lorenz. Also die haben die Credits quasi in die Audiodateien gepackt. Ich werde jetzt natürlich nicht alle abspielen. Sind die auch selber schuld? So. Und wir sind quasi die ganze Zeit in den Wolken gewesen. Beziehungsweise, was heißt hier wir? Die Firma, wahrscheinlich die, wo alles erschaffen hat. Deswegen ja auch die Credits, das sind quasi die Entwickler sozusagen. Hatten wir ja im Berg ja auch schon. Im Berg waren es ja eher die Architekten sozusagen. Hier eher so die Leiter, vielleicht auch andere Entwickler noch. Und die sind in den Wolken. Und waren auch die ganze Zeit nicht sichtbar gewesen. So, hier auch nochmal Tonaufnahme. Lass ich trotzdem mal so, während wir laufen, abspielen. Additional contributions and modeling by Shannon Galvin, Alex Hayworth, Andrea Blazic, Eric Urquhart and David Hellman. Additional contributions in programming by Casey Miratori, Andrew Hienick, Nicholas Ray. Ah, da ist die Stelle. Das ist wieder unten auf der Insel.
Das ist aber genau das letzte Rätsel, was ich gemeint habe. Das Allerschwerste, was ich nie geschafft habe. So. Nee, sollte ich nicht nach oben? Nicht jetzt lang. Hier komme ich wieder zurück. Hier oben war schon mal richtig. So, das ist aber noch nicht der Bonus, was ich gemeint habe. Muss man erstmal durchlaufen. Ist auf jeden Fall eine Videosequenz. Was die noch, die Entwickler haben dann noch eine Videosequenz eingebaut. Finde ich voll cool gemacht. Und den Ausgang finden. So. Wir waren es die Modeller. Jetzt sind es die. Special thanks to. Ach, besonderen Jeff Roberts, Dank. Daniel Massio. Welche, die überhaupt kein Geld für gekriegt haben. Ausgebeutete Mitarbeiter. So, sehr schön. Ach, beim Wrack waren wir auch noch gar nicht. Aber das sind auch keine Tafeln, da ist nur ein einziges Rätsel. Und dort drin finden wir dann wieder einen Code mit für ein Video. Videos würde ich mir aber auch gerne anschauen. Ich überlege nur gerade, ob ich das Spiel jetzt überhaupt nochmal weiterspielen soll. Ach, wen haben wir hier? Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich spiele ja dann weiter. Moment. Phil Lamar. Ja, ja. Tara Deva. Ja, ist gut. Alles klar. Dialog recorded at Warner Brothers Studios. Project Manager. Ja, ja. Emma Weston. Ja. Casting Director. Kenne ich alle. Pierce O'Toole. Voiceover Director Liam O'Brien. Sound Engineers Alan Friedman, CAS, R. Dutch Hill. Dialogue Editor Goen Lee. Oh. Director of Photography for the Office Shoot Caroline Harrison. Early Placeholder Voice Work by Trisha Miller, Andrew Berlinson and Daniel Van Thomas. Tom Bissell served Nochmal as eine Wolke early höher. Consultant. The quote from Augustine of Hippo was translated by Michael Nagler and can be found in Eknath Iswaran's book God Makes the Rivers to Flow. Also, was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich das Spiel jetzt noch weiterspielen soll. Ich kann mir vorstellen, hier haben wir das Rotkreuz oder so, ich weiß nicht. Kann mich nicht erinnern, wo der eine noch war. Ist auch egal. Wer sich für die Videos interessiert, kann ja bei YouTube gucken. Gibt es ja genug Leute, die haben diese Videos einfach so hochgestellt. So. Scheint die Rätsel durch die Gegend zu fliegen. Wenn man hier durchguckt, dann sieht man so ein reales Foto. Das sind die realen Studios von den Spielemachern. Moment, da war einer. So, als würden wir jetzt zu den Göttern kommen. Also quasi zur realen Welt oder sowas.
Hat sich selber wahrscheinlich irgendwie angestüpselt und deswegen haben wir das ganze Spiel gespielt. Sind auf jeden Fall die Entwickler. Sind auch wahrscheinlich die, ja, dort hinten sieht man noch ein paar PCs. Ist auf jeden Fall ein kleines Indie-Studio. So viele PCs sieht man. Dort hinten sind noch ein paar. Auf der linken Seite sieht man gleich noch ein paar. So viele Leute haben dann nicht dran entwickelt. Ja, so ein kleines Indie-Studio. Frag mich, ob das unten Getränkeflasche oder eine Urinflasche war. Ah, der war anscheinend lange weg. Seine Beine sind ja schon fast eingeschlafen. Ah, das war der Denker zum Schluss. Ich da so ein Prototyp gebaut. 3D-Drucker. Macht er da? Das sind die Umgebungsrätsel. Der sieht irgendwo Kreise und da denkt er, das ist irgendwo ein Anfang, weil er die Münze gesehen hat. Der Lichtschalter, auch so ein Rätsel. Ja, das funktioniert hier nicht. Versucht alle Kreise zu aktivieren. Denkt, das wären die Eingänge oder so.
10 Umgebungsrätsel wieder. Der Boden sieht auch so aus wie so ein, so eine Tafel von Rätsel. Die Querverstrebungen, die komischen Zäune da, wo man sieht. Solche hatten wir auch im Spiel gehabt. So, in diesem Sinne, das war's dann und dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play wieder dabei, das wird der Sojourn sein. Auf jeden Fall tut mir leid, ich habe dann doch keinen Bock mehr, das Spiel weiterzuspielen, ich habe genug von diesen Rätseln, da wird man ja wirklich irgendwann noch Kire. Aber trotzdem, danke nochmal, bye, Leute.